Und hallo und herzlich willkommen. Da sind wir mit, hallo. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Da steht drauf, Into the Unknown. Und kann ich das jetzt einmal auspacken? Darf ich das mit diesem Messer? Ich glaube, ja. Naja, das ist nur so ein Ikea. Nee, was ist das? Ja, ist egal. Ist das auch nicht ganz so. So, hallo Jule, hallo Steffen, Starikon. Alle sind sie da. Welcome to the really most important. Ich habe heute auch noch das. Ich war heute, wir sind ja immer im Hotel vom GBR und da habe ich dann noch das Geburtstagsgeschenk von meinem Neffen bekommen, das meine Mama da vergessen hatte. Ein selbst ausgemalter Baby-Mini-Yoda. Hat auch schon geschrieben, dass er sehr gerne auch bei meinem Geburtstag dabei gewesen wäre. Aber, also doofe Schule hat er jetzt nicht geschrieben, aber wegen der Schule konnte er nicht dahin, weil es halt unter der Woche war. Also, falls du zuguckst, Max, nochmal sehr vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Wird auch gleich noch aufgehangen. Und jetzt dann nicht mehr so viel zugucken. Ich glaube, das ist eher ab 14 oder 16. So, was ist denn hier? Wir müssen auch. Ich muss mal. Ich mache also, ewig und drei Tage keinen Instagram-Post. Das ist ja, wenn, dann jetzt. Ne? Das ist ja, ne? Das hier ist ja. Dann haben wir dann noch. Bini ist da. Und der Ralf ist auch da. Und Wakan ist weiblich, ist da. Das aussagekräftigste Foto der Welt. Ja, wollte ich sagen, das ist noch nicht so. Das ist ja auch ein alter Schinken, weil meistens ist es ja schon da. Das ist ein Kühlschrank, ne? Das fühlt sich an wie ein Kühlschrank. Was ist denn hier? Haben wir es auf der falschen Seite aufgemacht? Nee, aber kipp mal hoch. Vielleicht doch, aber nee, die Schrift ist richtig rum. Nein. Wie man ja von oben sieht, hier ist ja auch ein Dreieck drauf. Mit einer Glocke. Oh. Ja. Hallo. ja. Zieh mal. Es ist wirklich das Gegenstück zu KDM, ne? Das ist auch die KDM ist einfach pechschwarz und das hier ist halt. Das ist aber ganz clever von innen dann auch, weil die drängen sich ja eh auf. Das ist ein bisschen tiefer auch als KDM. Also die Box ist größer, wenn ich da nach oben gucke. Oder? Nee, ist es nicht. Ja, ich, ist es nicht. Vergiss also, sie hat, glaube ich, eine ähnliche Größe. Also ich glaub, wenn ich so rumkomme. Es wirkt für mich jetzt so hier als Laie, was KDM angeht, so als, die ist länger. Wir müssen jetzt eigentlich die KDM-Box runterholen. Lieber nicht. Die liegt mehr als ein Frosthaven. Lieber nicht. Darum. Into the Unknown. Okay, ich glaube, auf der anderen Seite ist oben. Es gibt. Ne, hier ist das Dreieck drauf. Das ist schon. Das ist wirklich. Und hier, so hier ist der Lift. Das nicht, ne? Hier ist der Lift. Man sieht das nicht. Scheint auch nicht so viele. Deckenlampe auch super. Nee, das ist das größte Problem. Das zweitaussagekräftigste Foto der Welt. Was soll ich sagen? Also nicht so viele Kickstarter-Extras dabei. Okay. Ist okay. Es wird zu wenig Spiel. Spielt ihr auch gleich? Na, Karl muss gleich weg. Ich muss eigentlich noch aufräumen, weil Steff morgen kommt, aber das kann ich auch morgen machen. Ich fürchte, dass dieses Spiel auch ein bisschen Regelstudium benötigt. Ich hab's ja schon gespielt. Ja. Das ist alles kein Problem. Wer von euch hat das denn schon alles gespielt? Ich denke, das soll ich mal doch Polsterfolie aufmachen, ne? Ja. Hier steht tatsächlich auch Aeons Trespass Odyssey. Hier steht auch, es ist wie KDM. Auch bei KDM steht das schwarz auf schwarz drauf. Oh, es ist stimmt. Einfach so unfassbar von KDM kopiert. Als du es gesagt hast. Jetzt muss ich mir eigentlich doch noch mal kurz, sogar hier die Macken sind schon die gleichen. Nein. Na, da ist es anders. Was da ist nicht wunderschönes Artwork drauf, wie bei dem großartigen KDM, was auch von dem hier ATO nicht geschlagen werden kann. Jetzt sieht man mal die Deckenlampe. Das geht doch einfach nicht auf. Ob das jemals wieder so dicht zugeht. Mal gucken. Oh. Das sieht schon mal ein bisschen aus wie bei KDM. Stellt euch darauf ein, dass der Satz noch ein paar Mal fällt. Sag mal, hat das nicht diese ganzen Riesenminiaturen? Wo sind die da alle drin? Weißt du, woran mich das hier erinnert? So ein bisschen an KDM. Weil dreieckige Marker gab es da nicht. Also was komplett anderes. Aber auch hier muss man jetzt wieder sagen, also hat so leichte KDM-Vibes, ohne da jetzt drauf rumhacken zu wollen. Das haben wir doch schon. Wie das aussieht, weißt du sowieso schon. Das ist ja das ähnliche Board wie. Guck mal, hier irgendwelche Städte, hier so ein Labyrinth. Hier in so ein Turm, noch so ein Labyrinth. Mhm. Hier Frost. Frost ist ja gerade ein heißes Thema. Frost. Achso, wegen dem Schneeball. Schnee. Genau. Oh, hier so Dinger, die man bauen muss. So, Spannung. Das sind Anzeiger, genau. Die wird man zusammenbauen hiermit. Ja. Ah, genau. Hier dann die drei Räder. Okay. Hier, das als nächstes. Dann haben wir hier Primordial.
Oh, aber der Spielbrett. Oh, ich habe die Minis gefunden. Okay, hier ist es auf jeden Fall schon mal, also bei KDM hätte schon das Spielbrett den ganzen Tisch ausgefüllt. Das ist auf jeden Fall so handelbar. Mask Angels, Active, Kratos Pool, AI Deck, AI Discard, BP. Mhm. Ja, okay, ja, aber das, aber auch, ne, das ist ja bei KDM, ist das ja mit drauf. Ne, da wäre das. Das ist ein extra Board. Ah, das ist ein extra Board, das dran liegt. Okay. 6 noch da dran. Mhm. Hallo Alex. Ja, aber Vendetta. Bis jetzt alles in sich stimmig so vom Look. Mhm. Dann haben wir. Das ist der Grund, warum ich sowas als App bevorzuge. Das könnte man leichter übersetzen. Hm. Oh, jetzt verraten wir ja schon hier, was wir hier nehmen. Ach, so ein Spoiler. Ich habe hier Cycle 3. Ich habe hier zwei Sachen. Du hast Cycle 1 und Cycle 2. Oh Gott, also Cycle 1 hätte mir gereicht. Also was wir noch nicht haben, ist das Regelheft. Nee. Truth of the Labyrinth. Vielleicht lassen wir das Cycle 3 einfach direkt. Abyss Watchers. Oh, ich habe übrigens heute gefunden, als ich nochmal Avatar geholt habe. Vorsicht, geringfügige Spoiler. Es gibt ein Abyss, nicht ein Abyss, es gibt ein Papyrus Watchblock. Ein Papyrus Watchblock? Ja, wo sie immer zeigen, wenn. Oh, Papyrus, hier wieder. Die Whisky-Marke hat Papyrus genommen. Oh nein. Avatar hat jetzt kein Papyrus mehr. Nee. Außer für die Untertitel. Die waren tatsächlich in Papyrus, glaube ich. What is this book? Storybook. A storybook contains all cycle-specific rules. Naja, dann ist hier auch schon los. So it begins. 00001. Und dann haben wir hier. Siehst du die Einträge an? Sie sind doch gar nicht so lang. Ja, schon ein bisschen was. Die Schrift ist ganz groß. Also ist wirklich gar kein Spoiler-Gefahr, weil das könnt ihr niemals lesen. Nee. Also außer drückt auf Pause und aber. Aber interessant, ne? Da ist so eine leichte. Das flimmert, weil es so klein ist. Tears of a Minotaur. Ja, aber das also Artwork ist schon, also top-notch, wie jetzt der Brite sagen würde. Ich mag, dass er das so detailliert auch ist. Könnte noch ein bisschen mehr sein, aber ist schon. Der Text muss untergebracht werden. Oh, das Schlimme ist, jetzt habe ich da richtig Bock drauf. Ja, ja. Aber das ist, also hier liest halt schon ein bisschen dran. Und also das ist viel und ich, wenn ich mich richtig erinnere, das war jetzt auch nicht da rein zu Schulenglisch. Nee. The metallic coffin is cold to the touch. It's move your hand over its surface. Nein, geht nicht. Das ist dann mein Zugriff, dann lädt man mich ein, damit ich es versuche beim Vorlesen zu übersetzen. Ja, ah, da freue ich mich. Also aufs Austesten, ja. Ich habe 1000 Kampagnen sagen. Man müsste sich eigentlich klonen, aber das ist schon. Auch das triggert auch. Also das hat KDM hat sowas natürlich nicht, aber es triggert trotzdem ein paar KDM-Wahlen. Es gibt einen Grund, warum Kanäle sich auf sowas spezialisieren. Ja. Weil das sind wirklich Zeiten, die wissen, oh, guck mal hier, da kann man das abmachen, da kann man direkt was rausholen. Wollen wir gar nicht hier. Da kommt doch irgendwas. Was zur Hölle? Also ich hätte gedacht, man legt da was rein, aber dann hält das ja nicht. Könnte das sein, dass das auch Gelände ist? 3D-Gelände für die Karte? Das kann sein, da steht zu denken, aber es ist ein bisschen sehr wackelig, ne? Also, ah, hier, das wird irgendwo reingesteckt. Das baut man irgendwie. Ah, das sind die Hörner oben auf dem Kopf, das kommt an irgendeine Miniatur ran. Das sind die Steckteile für Miniaturen. Genau, ja, Miniaturen können ja unterschiedlich zusammengestellt werden, je nachdem, ne? Wie war denn das? Das weiß ich. Das sieht gut aus. Genau, hier ist ja auch. Das war ja bei unserer Version tatsächlich auch schon so, dass man Sachen austauschen konnte. Das war nichts im Austauschen dabei. Okay, spannend. Und das ist dann ja auch, wo hier gleich mehr lag. Oh, guck mal, hier kommt nämlich noch was, wo man es reinsteckt. Die Miniaturen haben wir ja schon auch in den Ausstellkästen in Essen zum Beispiel gesehen. Das ist ein Loch. Die sind schon sehr geil, muss ich sagen. Oh ja. Das cool. Was ich mir so ein bisschen auch erhoffe, ist, dass das schon sehr da, ähnliche cool. Genau, Vibes und genau, und hier kannst du deine Miniaturen draufstellen. Mhm. Das hier sind ja die Spielerfiguren, glaube ich. Und eine Spielerfigur kann dann auf der Miniatur stehen. Das könnt ihr wahrscheinlich nicht ganz so gut sehen. Dein Greenscreen da hinten kannst du. Ah, das ist gerade alles. Schade. Wäre gerne Patreon für mehr Greenscreens. Ah, das ist natürlich auch cool, auf einer Miniatur rumzonen. Ja, auch natürlich von Cthulhu, der ist mit kopiert, aber. Aber nur wenn du das große Ding kaufst, weißt du. Genau. Ja, das ist ja da, das ist ein Gimmick, einmal für ein Szenario. Hier ist das ja dann Teil der Kampfmechanik, nehme ich an. Oh ja, da sind noch überall Einsatzpunkte. Nee. Das hier könnte vielleicht. Jetzt sieht man auch ein bisschen die Größenverhältnisse, bei denen hier gekämpft wird. Ne? Mhm. Das ist ja einfach mal ein komplettes Haus. Kann das sein, dass das hier... Das kann sein. Nee. Das kommt da nicht rein. I don't know. Vielleicht ist da ja auch noch mehr drunter. Ne? Ja, das sieht so aus, wird noch ein bisschen was kommen. Und das, ich frage mich auch gerade, wo die ganzen Token da wieder hin sollen. Das übliche Problem. Aber ja, genau. Drei Bosse. Ich glaube, das sind die drei Bosse einfach, gegen die man kämpft. Es gibt nur drei Bosse?
Vielleicht das kommt noch ein bisschen. Also, ich sehe da so, also hier sind ja, das sind ja nicht. Hier, guck mal, hier kommt dann, glaube ich, jetzt zum Beispiel. Ich glaube, es gibt erst drei Plus. Nee, oder? Na doch. Sieht sehr federig aus. Das könnte auch hier, weil das kommt hier rein. Zumindest. Das wäre sehr lustig, wenn das passen würde, aber ich glaube. Oh, es kommt wirklich da rein. Spannend. Aber warum macht man denn für sowas hier? Hier hast du das. Und hier. Na, vielleicht kann man den abschlagen oder sowas. Das wissen wir ja mechanisch jetzt gerade noch nicht. Vielleicht kann man den austauschen durch was anderes. Aber es gibt ja mehr als drei Gegner, ne? Ja, aber ja auch wenn nur die kleine eine Ecke. Naja. So ist es. Frag mich nicht. Ah, ich habe das Regelbuch gefunden. Mhm. Aber wir müssen ja erstmal noch hier. Wir sind ja noch gar nicht hier. Ich habe so das Gefühl, der Minotaurus, das war ja auch der im Prototyp, der Beispielboss war. Das wird der White Lion von Hans Trespass. Wo kam der hier dann rein? War da nicht der Kopf abnehmbar? Ja, der war hier. Vielleicht. Nicht mehr. Ich hätte schwören können, der Kopf war austauschbar. Ist nicht mehr. Wie war das denn hier drin? Schwören können den... Wir können ja Gott sei Dank zurückspulen. Zack. Wie was war... Ach du Schande. Mhm. Irgendwelche Dreiecke waren nach oben. Ja, das Dreieck war eigentlich hier so. Ich glaube so. Nee. Oh je. Warte, vielleicht. So. Wie? Das Loch hat hier hingeguckt. Also dieses Ding. So. Aber. So. Das sieht nicht richtig aus. Doch. Legt ja hier genau auf. Ah, okay. Dann bin ich ja beruhigt. Dann haben wir hier noch. Gut, dass wir hier zurückspulen können. Oh je. Nein, haben nichts mehr zu tun. Wacker, Nova, ich glaube schon. Dafür sind wir uns ähnlich. Nein, hat's nicht. Es hat eher was mit KDM und Cthulhu Death Medaille zu tun. Das wirkt wie so ein Hybrid aus dem Mann. Hübsches Gesicht, Freunde. Schön hier und näher ran. Die Würfel. Und auch so zwei, drei Kartensets. Ich glaube, KDM kann man ja so grundsätzlich so cool finden, aber es ist ja nicht für jeden sowas vom Thema und vom Stil her. Das geht ein bisschen in die Richtung, aber es ist schon anders. Da vielleicht bist du mit griechischer Mythologie ja eher auf der. Vielleicht ist das da massentauglicher, genau. Und trotzdem aber ne, dieser düstere, andersartige Einschlag, so was Albtraumhaftes. Da ist ja voll viel Platz drin. Cthulhus Großvater. Mhm. Guck mal, hier haben wir ein Learn to Play. Arise. Das ist ganz schön dünn eigentlich. Aggro Sheet. Ja, du machst ja erstmal ein Tutorial Battle. Da wird das Triskelion erklärt. Wahrscheinlich ja. Hier. Das ist für. Schön. Jason C. Titan Movement. Kratos Table. Additional Battle Routes. Also, wir haben jetzt erstmal den Kampf. Dann kommt der Battle Aftermath. Dann kommt wieder das, was wir schon kennen, mit dem Boot, die durch die Gegend fahren, Tutorial Campaign. Guck mal, überraschenderweise zählen wir die Würfel. Mhm. Oh. Do not open until told to do so. Oh. Wir müssen gleich nochmal das in Day gucken. Tutorial Campaign. Oh, der passt nicht. Five. Okay, ist einfach 6 Runden. Ja, das haben wir quasi schon gespielt. Das ist, hier gibt es eine Reihe von Umschlägen, die man erst später. Ich hasse doch Umschläge in Spielen. Wieso? Ich liebe sie. Da könnte auch was drunter sein, das weiß ich nicht, aber irgendwann macht man es auch nicht mehr. Hier sind die Reisekarten, das ist ja auch ein bisschen Seventh Continent. Mhm. Ne? Oh, und nicht zu knapp, ne? Ja, gibt halt auch mehr als das Tutorial. Nochmal drei. Ich will ja zur 4-Tage-Woche übergehen. 4 Tage Videos drehen und 3 Tage dann spielen. Also 3 Tage Freizeit spielen. Aber, was ich aber wieder wenn du spielst, drehst du doch auch ein Livestream ist auch ein Video. Ja, aber das ist ja. Ist ja wieder abrufbar. Dann mache ich ja doch die 7-Tage-Woche. Ja. Als leitender Angestellter. Ist das okay? Kannst du das tun? Was haben wir denn hier? Knockdown, standing up. If you move voluntarily, attack or use an action or ability, stand up. At the start of your turn, stand up. If this card is discarded by another effect, stand up. Stand up! Stand up. Put your miniature in the normal position and discard this card. Also hiermit kriegst du
eine Karte, die sagt, du bist Lockdown und legst dann auch deine Miniatur hin. Also Flo hat doch mal gesagt, der mag, dass so Regelhefte eher Regelbücher sind, oder? Mhm. Ich hoffe, Flo hat sehr viel Lust auf dieses Spiel. Und das ist nicht das Learn to Play, das ist dann das richtige Regelbuch zum Nachschlagen. Das, ne? Hier ist der Tree of Knowledge. Was zur Hölle? Okay. Labyrinthaus. Oh, hier. Also wir lassen übrigens jetzt diese Packung erstmal noch zu. Wir haben alle gesehen, was bei Frosthaven passiert ist. Das wollen wir jetzt nicht wiederholen. Ein paar Stunden gedauert. Okay. Rebound Hammer. Plus 0, die Würfel. Okay. Es gibt auf jeden Fall ein bisschen was zu lernen. Auto Break 1, Power Reroll 1, Pushback 1, Cumbersome bei Full Maze. Full Miss, place 2 Opening or 2 Break Tokens in the Kratos Pool. Kratos? Haben Sie mal auch was gefragt bei God of War? Man no weiß Trespassing bei Aeon's Trespass. No Trespassing. Sehr gut. Hier, Stapel war hier. Davon habe ich noch mehr zu bieten. Secret Deck 12. No Trespassing. Left Hook. Corruption's Root. Ach, das werden die, das wird das KI-Deck sein. Megatron, The Nietzsche. Auch ein schöner Name für einen Gegner, ne? The Nietzsche, ja. The Nietzsche. Okay. Das ist auch wieder ein Money Grab. Nee, ich glaube, also hier hat man einmal, also gibt bestimmt noch mehr dazu, aber ich glaube, hiermit hat man erstmal genug zu tun. Also für Money Grab ist ganz schön viel Zeug drin. Und es ist echt viel Secret Decks. The Pincer Slash. Sun Reach. Forced Kratos Reaction Technology. Oh, kann es sein, dass man auch Technologien erforscht? Ich habe eine Technologie. Ja, du baust dein Schiff aus. Ja. Du hast ein Schiff und da kannst du, und da müsste eigentlich auch noch. Okay, bei mir war. Das ist Zitat drauf. And I hear sounds, the sounds of billions of people calling your name. My followers, your victims. Ah, die sind hier wahrscheinlich drin. Weil hier müssen eigentlich die Sheets drin sein, wo du nach und nach so die verschiedenen Teilungen deines Schiffes zusammenbaust. Alles klar. Mir sagt, also die ganzen technischen Details auf den Gegenständen sagen mir einfach. Ich bin gerade noch gespannt. Ich sehe keine Kartentrenner, ne? Und die kleinen Karten passen ja eigentlich nur hier rein. Mhm. Die werden ja irgendwie trennbar sein dann. Ich sehe, stimmt. Ich möchte nochmal wiederholen, kein Kartentrenner. An sowas, über sowas haben wir nicht gedacht. Ich kann auch gleich sagen, Sleeven, nein. Schwierig, schwierig. Schwierig. To win the war. Das sind das Missionsdinger oder so? Und eigentlich waren hier auch so die verschiedenen Abteilungen des Schiffes bei. Vielleicht haben sie ein bisschen was geändert. Geist hier, also das sind die Sheets für die ganzen Gegner auf jeden Fall. Ich dachte, das sind auch die Sheets für die Charaktere irgendwo. Box of Black, Inward Odyssey, Pitiless of the Sun, Vicious Circle, The Ashton Dilemma, Divine Shackles. War der nicht auch irgendwo ein Gegner? Das hat wirklich einen Forschungsbaum, ne? Mhm. Faszinierend. Also es mischt auch noch ein bisschen Civilization rein, ne? Was suchst du mit Gegnern? Das Hypertame Oracle. Das ist hier. Mhm. Und der Sun Descendant. Das ist. Keine Ahnung, ist das hier ein Sun Descendant? Nee, so ein. Das sieht creepy aus. Sieht ein bisschen aus wie er hier mit seinen Flügeln da oben drauf. Er ist es. Ah, ja, das ist das. Das war der zweite, der auch in den Prototypen war, ne? Ich meine, der war auch ein Prototyp. Ja. Die Miniaturen auch so schon nett. Viel Spaß beim Anmalen auf jeden Fall. Da 2 Wochen Urlaub. Und dann hast du gelernt, wie es geht. Den Brettspielkeller oder Dachboden. Ja, ja. Das ist schön. Also sprechen wir kurz über das Kampfsystem. Bei dem Kampfsystem hatte ich das so verstanden, dass das insofern cool sein soll, als dass, wenn der Kampf voranschreitet, du zwar mehr Risiko läufst, halt zu verlieren, aber du auch also du wirst mächtiger im Laufe des Kampfes. Genau, der Gegner auch. Das ist wie bei Zuzu des Medai. Wodurch der Kampf halt auch eine. Wie hieß das? Escalating Camp? Endpunkt hat. Ja, ja, irgendwie sowas. Kann es sein, dass das die Character-Sheets sind? Das kann sein. Die Charaktere waren ja. When you would die. Wer sind hier die Charaktere? Genau, das sind die Klassen. Du kannst ja verschiedene Klassen irgendwie spielen. Die sehen schon auch cool aus. Ja, genau. Du hast hier die Dinger, das sind deine Character Sheets. Also, sie haben kein Komplexitätsrating drauf, weil... Weil komplex. Ja, denke ich auch. Ich meine, ja. Guck dir einfach mal hier... Also, das ist halt schon seine eigene Sprache, ne? Mhm. Und falls dir das hier zu wenig Punkte sind, da habe ich hier noch mehr.
Adjacency, Primordial Movement, Crash, Fade Reroll. Was? Genau, Traumas gab es ja auch noch, oder nicht mehr dran. Aber wenn das hier ein Spielercharakter ist, ne, dann ist das hier eine Spielerminiatur. Kann ja sein. Es ist das Bild. Der ist das. Es ist. Wie fest steht denn der? Der hat schon nur ein bisschen. Oh, steht gut austariert. Steht. Aber wenn du ihn in die Hand nimmst, der hat schon Oberlast. Ja, aber das ist insgesamt sehr leicht. Cool. Atlas würde ich sagen. Es ist der Truthbearer. Skyseer. Sieht ein bisschen anime-mäßig aus. Oh, ich muss jetzt morgen Osworn spielen. Da habe ich auch Bock drauf. Aber das hier schon. Das hier sind Missionen oder sowas. Ja, ja, das sind alles. Find Icarus. Das sind, wo ist ein bisschen das Escalating Combat System? Und wo ist das Schiff, frage ich mich. Das Schiff ist doch eigentlich so eine kleine Miniatur. Das Schiff, ja, ja, die ist. Die sollte auch irgendwo sein. Die war im obersten drin. Hier, da ist das Schiff. Genau. Ich meine aber, ich erinnere mich auch dunkel daran, dass es. Ja, das Schiff hat eigentlich so Karten. Vielleicht sind die aber auch irgendwie hier drin oder so. Aber waren das nicht auch solche Karten? Eigentlich waren die das normal. Du sind da nicht bei. Ich habe schon geguckt. Oh Gott, was ist das alles? Wir bringen jetzt bereits Sachen durcheinander, die man wahrscheinlich nicht. Ist auch sehr gut. Name der Klasse: Game Changer. Herodotus. Let's rig the game a bit to keep it simple. Auch schön. Also ich muss sagen, ich mag halt, also das hat mir schon bei dem Prototypen gefallen. Das Artwork finde ich wirklich, das ist halt so genau das, was mich anspricht. So detailliertes Artwork mit Lichtstimmung, jetzt nicht realistisch, aber ja, das ist schon sehr schön. Ich pack die auf, die waren alle zusammen, ne? Wir sind es gibt ja, wir kämpfen Primordials gegen Titanen. Ich glaube, wir sind die Titanen, oder? Sind wir nicht Menschen, die diese. Das sind ja quasi Maschinen, die wir steuern. Wir sind schon Menschen in dem Schiff. Wir sind ja in so einer griechischen. Nee, aber wir steuern Titanen. Wir sind Menschen, die Titanen steuern. Und kämpfen gegen Titanen. Deswegen haben wir auch einen so einen Charakter. Ne, das ist ja der Charakter, den wir haben. Und wir steuern dann einen Titanen. Genau, aber die gehen auch nicht dann ganz kaputt. Das ist das, was auch im Gegensatz zu KDR. War das nicht ein bisschen sanfter als KDR? Genau, den Titan kann auch mal immer wer anders steuern. Du spielst trotzdem einen Charakter und ich glaube, die können sich auch unterschiedlich entwickeln. Die Frage ist aber, kannst du in der Kampagne nach 40 Stunden scheitern? Wäre langweilig, wenn nicht. Naja, dann hätte man ja keinen Reiz, das Spiel zu spielen. Ja und. Fail Forward ist schon immer gut. Bei KDM hast du ja den Vorteil, KDM erzählt ja keine, dadurch, dass es keine konkrete Geschichte erzählt, hast du natürlich den Vorteil, wenn du es wiederholst, ist es halt so ein Roguelike. Sind halt quasi. Du machst same place, every shit. Du bist halt mit der neuen, die aber die gleichen. Variiert so ein bisschen, hier würdest du ja, das ist ja sehr viel konkreter Storytext gewesen. Vielleicht gibt es dann einfach unterschiedliche Enden. Ja, aber wenn du nicht scheitern könntest, ist ja auch langweilig. Ja, gar nicht, ist schon doof. Wobei, man kann etwas gewinnen, das Spiel kann trotzdem sagen, ist irgendwie. Genau, du kannst ja schnell, du kannst auch nach 10 Stunden an deinem Ende sein und du weißt genau, das ist mehr. Raid 4,7, alles klar, schönen Abend noch, ihr Lieben. Raid 4,7. Nee, das ist tatsächlich die Schachtel Weight in irgendeiner, die du durch 3 teilen kannst. Was für ein Weight hat ein KDM? KDM, weiß nicht, 2,5 oder so? Ich glaube nicht. Was weiß ich denn, was KDM? Das ist das beste Weight. KDM hat das perfekte Weight. Das perfekte Weight. Ich weiß nicht, wer das ist. Da habe ich ja auch vorhin mit Marcello so drüber geschrieben, wo es auch darum geht, die Lacerda-Spiele sind jetzt so komplex geratet, wo ich dann auch meinte, ja, eine 4,62. Aber von wem denn? Doch von nur Leuten, die nicht spielen, die keine Ahnung von Spielen haben. Das stimmt, auf BGG raten nur Leute, die wenig spielen. Sonst noch Cascadia spielt, rate das natürlich mit einer 5. Für jemand, der schon 8 Azeras gespielt hat, der sagt doch, hier sind noch Master eine 3. Das ist doch normale Komplexität. Ja, aber die BGG-Ratings kommen ja schon eher von Leuten, die mehr spielen, weil Casuals raten nicht auf BGG. Deswegen hat BGG, glaube ich, eher eine Last, dass das Sachen leichter einstuft, als es für die Allgemeinheit wäre. Also, Challengers in der Spielbox. Manuel Fritsch eine 9, Udo Bartsch eine 9, Maren Hoffmann eine 8, Johanna Franz eine 9, Stefan Kessler eine 9, Marie Pönisch eine 9, Christoph Schlinski eine 9, Harald Schrappers eine 9, Simon Weinberg eine 9, Stefan Zerlik eine 6, Fabian Zier eine 9. Lass mich raten, das sind die. Die Noten. Die viele der Jurymitglieder? 1, 2, 3, 4. Das sind also schon mal fast die Hälfte, also ein Drittel der Jury liebt es. Ich bin nicht überzeugt. Das ist sowas von Spiel des Jahres. Ich bin nicht davon überzeugt, dass richtig das Spiel des Jahres wäre. Das wird aber eine Diskussion für ein anderes Video. Das ist das perfekte Spiel des Jahres. 4,7 ist eine Ansage. Ja, das ist ja übertrieben.
Das wäre auf jeden Fall eine spannende Entscheidung. Ich mag die Entwickler sehr, sehr sympathische Leute. Wer sind die beiden ohne Ahnung? Und warum dürfen die schreiben? Ich glaube, ich würde Challengers eine 7 geben. Wo ist das Schiff? Wie managt man das Schiff? Ben? Darum bist du ja auch nur Junior Reviewer. Junior Reviewer. Gar kein Reviewer. Man will gar kein Reviewer sein. Influencer haben viel weniger Verantwortung. Brettfluencer. Wir sind Brettfluencer. Merkt euch das? Du musst das eigentlich als neuer Begriff durchsetzen. Wir sind Brettfluencer. Es gibt Petfluencer. Spielfluencer. Wir sind Brettfluencer. So, Boardgame Geek. Ich hasse es, wenn Leute bei so komplexen Spielen eine 1 für Welt abstürmen. Das ist ja der Stürm total. Eine 1 auch untertrieben, aber eine 3. Also auch so ein Vinyos. Das war ja wirklich eher auf der seichteren Seite. Das hat bei Boardgame Geek. Ich habe gerade festgestellt, das hier ist der Startspieler-Marker. Beziehungsweise Party-Leader-Marker. Kickstarter-exklusiv. Ich weiß nicht, was sie da reintun wollen für die Retail, aber... Hier, 12. Also hier steht, One Argonaut Sheet in Klammern printed. Was? Printed. Das heißt, glaube ich, du solltest es dir selbst ausdrucken. Mhm. Dann sollte hier aber irgendwo stehen, wo man es herbekommt. Das ist vielleicht... Vielleicht ist sie auch von Kampagne zu Kampagne wichtig und deswegen sind die... Ist das hier Cycle, wo ist ein Cycle 1? Argo Sheet. Ja. You can find an Argo Sheet for each cycle at the end of the corresponding storybook for Cycle 1 Argo Sheet. Das habe ich nämlich gedacht. Ja. Und dann? Musst du kopieren. Aber das kann man da ja super schlecht von kopieren. Ja, das wird diesmal weiter. Ich würde mich doch sehr wundern, wenn es das nicht ist. Ja, auf Website, bla, aber... Zum Runterladen. Es ist ja so, wie wenn man es... Also essentielle Spielmaterial für dieses Spiel ist nicht enthalten. Sind die... Links hat einen Block drin, ne, KDM? Klar, nicht nur einen. Der reicht für 2 Kampagnen wahrscheinlich. Nö, man reicht immer noch. Ich habe mir irgendwann eine eigene ausgesucht, weil die Kacke sind, die da drin sind. Aber, nun gut. Okay, das ist also, das habe ich nämlich dann auch gedacht. Das sind ja die Kampagnen, hier, die Cycles. Dass das halt eventuell das Schiff dann, also dieses Management halt immer andere Sachen berücksichtigen muss und es deswegen dann in jedem sein eigenes gibt. Kannst du ja mal gucken. Ich habe hier das Truth of the Labyrinth, Cycle 1. Argo Sheet... Abyssal Watchers. Argo Fate, 9 von irgendwas. Hidden Hold, hast du auch Priestess of Tears? Aber hier ist zum Beispiel C0981. C0251, okay, ja, die verweisen einfach andere. Wobei Evolution ich das der einzige Track? Verweis. Du hast keinen, guck mal hier, das ist anders, oder? Ich habe hier einen Evolution Track. Ich habe einen Boss Primordial, nee, hast du da auch. Ja, Evolution Track ist da auch. Aber ich habe hier Hackathon. Hast du da auch War? Ne, hier ist schon was anderes. Ne? Ich guck mal, das hier ist. Genau, und hier auch Watery Rame, 4 Essence. Mace Fragment, dass du hier andere Sachen stehst. Cargo Hold. Genau. Und hier unten auch, hast du da auch Priester? Ja, Priester. Sisyphus Tears. Wo habe ich Priester? Ach, hier, Priester. Aber ich habe da noch die Pygmalion Stones. Nee, die habe ich nicht. Rare Resources. Ich habe hier einen Diplomacy Track. Okay, bei mir noch die Pygmalion Stones. Hast du auch? Adventure Tracks. Das hier ist gleich. Da werden andere Namen drin. Hier ist auch was anderes. Ne? Ja. Das ist der Adventure Track, das ist eine andere Abenteuer, die man dann macht. Hier ist das Tutorial dabei. Okay. Und hier ist noch der Choice, die Choice Matrix, die wird natürlich dann auch unterschiedlich sein. Mhm. Voyage Timeline, bis zu 80 Einträge. Ja. Ist auch ein bisschen inspiriert von KDM. Boons, Afflictions and Notes. Ja, aber. Moins, Mill. Anders. Oh, ja. Es hat auch eine zweite Seite. Minestes Theater Sheet. Ich habe hier ein Theater Sheet. Boah, Steffi, wie wär's mit Ernst Trespass? Ein Knockout Track. Leute, dafür habe ich keine Zeit. Dafür nimmt man sich Zeit. Also ich habe ja jetzt Ende letzten Jahres und dieses Jahres, ja, Anfang diesen Jahres, habe ich ja gesehen und angetestet Earthbound Rangers, ISS Vanguard, Frosthaven, Oathsworn im Oktober, kurz vor der Messe, genau, kurz nach der Messe, Oathsworn. Die anderen Thermopylen. Und das sind alles die totalen Zeitfresser. Allein von dem Ansehen, was ich vorher lernen muss, was sind diese Tracks und so weiter, das hat 4 Seiten Tracking-Material. Oh, speziell. Oh, Entschuldigung. 6 Seiten Tracking-Material. Um hier anzufangen, brauche ich die dreifache Zeit von den anderen. Und das war, ich habe nicht von Leichtgewichten gerade gesprochen. Ich habe das ja schon gespielt, ich bin ja super schnell drin. Ich bin sofort dabei. Du bereitest vor. Ich werde das einfach an einem 8-Stunden-Stream vorbereiten. Wie an euch auch Dings hier. Also nicht falsch verstehen. Ich habe da voll Bock drauf, das auszuprobieren.
bitte, du als Profi weißt ja, du bist ja, du kommst ja auch, das ist ja wie wenn du Sportler bist. Und auch wenn du aufhörst zu trainieren, du bleibst bei einem etwas höheren Grundverbrauch. Ja, du fängst ja nicht dann von null an. Du musst ja auch abtrainieren. Also. Richtig. Und das Regelbuch ist ja gar nicht so dick, ne? Das geht, ist ja auch nur DIN A4, kleiner Text, ab und zu mal ein Beispielfoto. Manche Bilder. Outer Free, Inner Free. Wo waren immer diese ganzen Popos zu sehen? Das war bei, was bei KDM? Nee, bei Death May Die, ne? Das ist Memory of Death. Fated Memos. Each fated Memos card is a title and illustration as well as a short description of the memory. Mechanically, the cards include hindrance. Ja, da war irgendwas, ne? Dass man seine Erinnerung erst wiederfinden muss, irgendwas. Nee, Moment, ich glaube, ich bin bei Everfield. Das ist so bei, genau. Aber hier steht das. Memos Breakthroughs Rewards. Und Memos ist ja, also geht es ja um Erinnerung. Alles ein bisschen mechanisch. Most Dreams of Pharos include a unique Push-Your-Luck-Mechanik called the Pharos Delve. Oh, das klingt doch gut. Push-Your-Luck-Mechanik mögen wir. Pharos Delve 12. Success. Play the next battle with the top BP card in the BP deck revealed. Fail. Lose one irgendwas or one irgendwas. Whichever you have more. Krass ist viel. Ah, okay, die Pharos Delve ist eine. Ich habe die erste Mechanik des Spiels verstanden. Am besten bei einpacken Pharos und Delve, verlosen. Bei Pharos Delve, am besten jetzt, wo wenig Leute da sind, ne? Ja. Machst du eine Push-Luck-Mechanik, du ziehst Karten von einem Deck, unten in der links unten kommen die Trauma-Karten. Und nach jedem Ziehen entscheidest du, ob du aufhörst oder nicht und ziehst weiter. Und die Nummern notierst du zusammen. Wenn du succeedest, dann muss die Summe der Karten gleich oder höher sein, aber niedriger als 16. Okay. Und bei einem Erfolg zum Beispiel ist hier das Beispiel, dann darfst du den nächsten Kampf startest du damit, dass die oberste BP, also KI-Karte nehme ich mal an, aufgedeckt da liegt. Das heißt, du weißt die erste. Wenn du es nicht schaffst, dann verlierst du irgendwelche Ressourcensachen. Also eine Push-Your-Luck-Mechanik vor dem Kampf. Kann man machen. Wenn die Symbole das geben. Oh, hier hat sich irgendjemand ein Schiff vorgenommen. Titan on board. Und es ist eine Erklärung übrigens über die. Das ist sehr schön. Hier ist eine kleine Erklärung, was die Wahrscheinlichkeiten der Zahlverteilung ist. Wenn du siehst, dass du es beim ersten Mal auch schon weißt. Ja. Und dann natürlich alles Englisch. Alles Englisch. Campaign, Win and Lose. Argonaut Death. Aha. Ja, echte KDM-Wipes. Was ist denn da wieder? Look at this, only stated. Overnight outside of battle. Important. Never discard or destroy the Argonaut sheets of deceased Argonauts, as some events might reference them later. Okay. Argonaut Skills, das Triskelion gehört zu denen. Und die sterben auch nicht so schnell, er sagt explizit. Nur wenn es explizit gesagt wird, sterben sie oder wenn einer ihrer dieser Werte über 9 geht außerhalb des Kampfes. Okay. Ansonsten sterben die nicht. Campaign Win and Lose Conditions. Ben, nicht im Miniskalibur. Nein, nein, wen der Mal möchte ein Heiler. Definitiv. Stellvertretend für alle Frauen. Ich muss sie ganz zusammenreißen, nicht zurückzugrüßen. Wenn ich einmal anfange, müssen alle begrüßt werden. Wir werden lieber nicht grüßen. Fehlt der Miniaturmarker an so einem Spiel. Kein, ja, auch für Leute, die Miniatur nicht so mögen. Getting the end of the timeline. Ja, aber das sieht auf jeden Fall. Du kannst die Kampagne verlieren auch. Ja, das ist auch wichtig. Losing all crew or hull ist eine Lose Condition von der Kampagne. Ja. Initiiere einen Kampf mit 0 Titanen an Bord der Argo. Soll man hier jetzt einfach alle Token dann reinwerfen? Ich vermute, dass die Token alle hier reinkommen, ja. Das ist die eine Sache. Ansonsten finde ich, das hier sieht schon interessant aus, aber die Frage ist ja auch, wofür ist das hier? Also die bleiben da ja nicht ewig, das muss ja auch noch eine Bewandtnis haben. Ich mache mal das, was ich am liebsten mache bei solchen neuen Spielen. Storage googeln. Die Triskelions müssen ja hier auch rein, ne? Ja. Leon, Trespass. Wo ist das Leon Playbuch? Oh, ich hab leider gerade keinen Chat. Ich habe vorher aber auch nicht. Ich hab keine Angst. Chronisch krank, Arbeitssuchen. Ernst, Trespass, Odyssey, Storage. Storage doesn't make sense. Oh, das liest man noch mal gerne.
Where can I find infos on storage? Anyone know an existing or planned storage in that? Mm-hmm. In Wave 2 wollen sie ein besseres Storage-Dings da reinmachen. Okay. Das fängt direkt in einem Kampf an. Okay, klar. Ist ja bei vielen Spielen so. Bei Frost Haven fängst du auch so. Ja, bei Frost Haven fängst du auch in einem Szenario an. Promokampf gegen White Line, der deutlich weniger Regeln hat. Das ist hier auch so. Hier ist ein kurzer Text. Das ist direkt reingeschmissen. Oh, es gibt einen Organizer. Combines Elements of Adventure and Civilization Building Games. Hier. It combines Elements of Adventure and Civilization Building Games. You will travel around ancient Greece on board a giant city ship called the Argo, go on adventures, develop new technologies, craft new weapons and gear, train your Argonauts, create new titans to do battle with primordials and much, much more. Dann hast du direkt den Tutorial-Battle vom Aufbau her. Also ich glaube, anfangen tust du hier relativ schnell. Ja, und also das Tutorial hast du auch schnell gelesen und gelernt und die Rest der Regel musst du hoffentlich nur bei... Also du musst diese ganzen Karten natürlich auch noch raussuchen. Da, ja gut, das ist ja schnell gemacht. Triskelion, Argonaut Sheet. Das ist auch gut. Odys Zero. Player, John. Katharsis, bis zu 3 Kreuze. Primordial Round, Attack. Oh, das ist für mich immer gleich so ein riesen Drawback, wenn die Sachen nicht vernünftig in die Box passen. Passt das vernünftig in die Box? Nein. Deswegen fragen sie alle nach. Sie haben schon gesagt, man kann alle da reinpacken, aber dann passt das nicht, weil es zu viele Token sind. Und in das da? Das ist erstmal nicht vorgesehen. Es wird hoffentlich irgendwie alles untergehen können, aber... Das haben sie doch bestimmt mindestens einmal ausgetestet. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ja, Bewegungsregeln erklärt, alles mit Bildern, das ist gut. Adjacency ist erklärt, schrägstehen ist nicht adjacent. Ja, orthogonal klar. Adjacent ist ja immer eine gemeinsame Kante. Also Movement. So bewegen kostet eine Bewegung. Okay. Ich habe schon mal versucht, das kleine Swimmer-Tab mit reinzubekommen, aber nee. Ich hatte sich am Dungeon Degenerates. Womit hast du da? Ben, du hast meine Frage gerne an Karl weitergeben. Ja, ich habe gerade... Karl, wenn du willst mit ATO anfangen, hab dieses Jahr mehr Zeit für Spiele zu fangen. Ich will damit anfangen. Karl will das gar nicht spielen. Wer ist denn ich? Cool. Es geht nicht darum, dass jemand anders Zeit haben muss. Ja. Es geht um meine Zeit. Mit dir muss ich auch noch andere Sachen spielen. Irgendwas war... Ich hatte es vergessen. Irgendwas mussten wir noch spielen. Das fällt mir wieder ein. Oh, wie süß. Man fängt mit Fäusten an. Fists. This item can be used as a fist weapon. Oh, Väter hat scheinbar was, aber noch in der Planung. Time Movement. Aber ich sollte bestellen, sonst noch 0 Euro kostet. Vielleicht fängt man auch nicht super schnell an. Wobei die Bewegung ist, glaube ich... Warum ist das so viel Text für Bewegung? Aber wir sind ja auch schon bei Power, Die and Rerolls. Counts as one power. Every potential for aber nur mal so. Ne, passt nicht. Die kommen da nicht hin? Aber die waren da ursprünglich, genau. Da passt es hin, genau. Hier wird schon wieder noch weniger Platz. The what value now? The what okay, value? Es gibt einfach echt nicht so viele gute... Ist gleich los, leider, aber... Da, Titan Round. Haben die schon erklärt, wie die Werte von denen funktionieren? Amazing thing. Also die ganzen Sachen haben natürlich auch Symbole, die werden einmal genannt und danach wird nur noch das Symbol verwendet. Mhm. So, both Titans and Primordials have a Speed, fett gedruckt, dahinter das Symbol und ab da verwenden sie immer ein Fußsymbol für Speed. Das heißt, ich habe nur noch nicht die Stelle gesehen, wo dieses eine Symbol erklärt wird. Da ist er. Hackathon. Das ist der erste Gegner, gegen den man kämpft.
Und wo ist der Verteidigungswert? Clever Boy. Board edges gain boundless. They are now high cliffs. If a Titan is moved beyond the edge, they die. Okay, standardmäßig oder? Kannst vom Feld geschoben werden. Nee, das ist bei dem Hackathon, steht das hier drauf. Fist for a fist. Each time the Hackathon gains a wound, a double wound is treated as two wounds. Place a token on this trait. If there are three or more tokens on this trait, finish resolving the current action. Discard all tokens, then perform signature. Ich mache das ganz einfach. Ich habe ja mit den Leuten von dem Verlag geschrieben. Ich schreibe dir einfach, wie auch bei, wo mir gesagt wurde, ja, muss selbst eine Lösung finden. Ich muss schreiben, warum ich es wieder einpacken soll. By gaining, you may reroll dice by gaining fate. You want though, it's a precious supply. Oh, schön Leuten zuzugucken, wie sie irgendwas lesen, ne? Total. Ich baue bald mein Greenscreen wieder auf, dann können wir hier euch noch ein bisschen mehr Sachen zeigen. Movement Action. Ob ich irgendwas kompensieren muss? Tech Die. Nee. Das ist ja ein bisschen dünn, ne? Hackathon-Scheren haben 50 Köpfe und 100 Hände. Wird wohl das unterste Mini sein. Der hier ist es. Hackathon ist das da, genau. Ja. Das ist der Tutorial-Kampf ist gegen Hackathon. Ich vermute gegen eine simplere Variante von Hackathon. Es gibt übrigens ein Negative. Habt ihr die Tech-Karten in Ordnung aussortiert und so einen dünnen Schubladen-Einlegebogen für die Token benutzt? Damit passt alles rein. Sogar gesleeved. Gesleeved? Wenn Aventuria. Nee, was? Gesleeved passt da nichts. Wie willst du denn. Also gerade die kleinen hier, das sind ja noch mehr, die, weil die dünner sind. Wie willst du denn die Karten hier gesleeved? Also wenn du das sagst, glaube ich dir. Eigentlich glaube ich dir nicht. Aber warum sollst du schwindeln? Das passt doch hier nicht. Na, hier ist ein bisschen Luft. Wieso willst du einen Dungeon die Generals kaufen? Dann kannst du dir meins ausleihen. Und das dann zweimal spielen und nicht wieder anpassen. Das ist echt nicht so gut. Du hattest mir das mal angefragt. Ah, du hattest nur versucht, mich dazu zu kriegen, das zu spielen. Hast du es nicht mal mitgespielt? Nee, ich habe das nicht gespielt. Das sieht ja aus wie so ein Fiebertraum. Das ist großartig. Ich finde das Artwork echt nicht so. Also, es spricht mich nicht an. Ein sehr gutes Spiel, musst du mal spielen. Und dann gerne ein Video dazu machen. Sobald du das sagst, gehen bei mir die Alarmglocken an. Okay. Ja, brauchst du dich backen, kannst du meins mitnehmen, spielst ein paar Mal, machst ein Video dazu, bringst du wieder mit. Also dieser Reiseteil ist ja schon nochmal was anderes. Der ist ja, glaube ich, ein bisschen involvierter als... Okay, da kommt dann die ganze Story. Genau. Das machst du ja nicht während der Mission, also ganz, ganz selten vielleicht mal. Das ist die Sache. Das bedeutet, der ganze Text befindet sich außerhalb der... Ja gut, aber na, das ist halt die Sache auch. Dadurch, dass ja... Das ist ja ein Boss-Battler. Mhm. Damit sind die Kämpfe ja nicht seltener, aber schon irgendwie. Nicht mehr so ein Spiel, wo du ständig Kämpfe hast, dann hast du ja mehr die Unterbrechung. Ein bisschen Text, sorry, Text... Also, Text, sorry. Story, Kampf, Story, Kampf, Story, Kampf. Aber hier müsste das ja dann kondensierter sein, weil natürlich der Bosskampf an irgendeiner Stelle dick stattfindet, in sich wahrscheinlich auch. Ich nehme an, 1-2 Stunden dauert. Genau, du hast halt viel und dann dazwischen Story. Halt viel Story. Und dann... Die Frage wäre, und ich bin ja, wir sind ja Rezensenten, wir machen das ja nicht pur aus Spaß, wir gucken da jetzt nämlich einfach mal rein. Keine Sorge, ich werde das jetzt nicht laut vorlesen. Und lesen könnt ihr das von da oben sowieso nicht, selbst wenn ich das Buch vorhalte. What are you, Battle? Erstmal übrigens nochmal zyklusspezifische Regeln. Okay, der Nietzschean ist scheinbar der Endboss. Psst. Hallo. Was denn? Das ist ein Unboxing. Achtung, Spoiler. So. The Cruel Lesson Battle. Retreat impossible. If it was your first Nietzschean battle, check if you went on. Okay. Chimera, Metastasis. Okay. Okay, nee, die ganzen Bilder sind einfach nur alle hier hinten drin. Das ist der Text, den wir damals auch durchgearbeitet haben. Ich erinnere mich ganz dunkel. Oh, ich hoffe nicht, dann habe ich das alles nochmal. Ich glaube nicht, dass du dich daran erinnerst. Ich habe da noch sehr. Irgendwie so ein Bettchen der Junge in so einem Hafen und da irgendwelche Münzen der Frau und der Gottheit, da ist das schon. Okay, aber scheinbar sind die Kämpfe hier nur. Hast du auch Kämpfe nur ganz hinten drin? Also ich habe hinten drei Gegner und davor kommen keine. Ja, hier ist bis hinten Text.
Ja, aber ganz hinten sind nicht auch. Also ich habe hier auf den letzten Seiten habe ich die. Ach so. Die Gegner. Ja, aber du wirst dahin verwiesen werden, wenn irgendwas. Ja, aber ist. Vorher kommt da kein Gegner. Das heißt, das sind die Kämpfe, die man hat, die man aber scheinbar auch mehrfach machen kann. Also ich glaube, es sind mehr als drei. Hier sind auch Sachen, die anders jetzt benummert sind. Also nicht nur Nummern, sondern mit Buchstaben noch dafür davor. Das ist auch noch was anderes. Also ich schaue gerade mal so ein bisschen durch. Es gibt wie bei einem Rollenspiel Checks, die du machst. Mhm. Die entscheiden, ob du etwas schaffst oder nicht. Oder man wählt was. Und das ändert oder man A oder B. Was. Man notiert auch manchmal was, um dass man es nutzen soll. Und man verändert hier dann bestimmte Werte zum Beispiel. Ach, das mit der persistenten Welt, die hast du auch bei Lands of Galesia. Das ist ja so eine, also zumindest innerhalb des Zyklus wird das ja persistent sein. Nee, Dungeon Degenerates. Das ist echt also. Nicht so, also glaub mir, das ist sehr für Liebhaber. Leide meins aus, das reicht. Ich habe mich da auch locken lassen, da festgestellt, nee. Mit auch ganz komischen Regeln teilweise. Ja. Das war spaßig, das auszuprobieren. Jetzt bin ich auch 3 Jahre weiter. Ich glaube, ich habe Dungeon Generates vor 3 Jahren gespielt. Wenn ich mich heute da reinfixen würde, ich das ja einmal Nachmittag lernen würde und das dann nochmal spielen würde mit jemandem, der nicht floh ist. Aber es hatte ganz komische Regeln, dass die gleiche Mechanik manchmal 2 unterschiedliche Ausgänge hat, je nachdem, ob du links oder rechts umgegangen bist. Mhm. Aber ich habe es noch hier. Es soll noch wieder auf dem Tisch, genau wie Planet Apocalypse. Die beiden Sachen will ich mir nochmal angucken, wo die Faszination dafür herkommt. Und dann kommen die wieder weg oder werden nochmal wieder gespielt. Woher sind denn wieder so Spiele, die könnte man nochmal wieder spielen? Und wir haben ja schon festgestellt, so könnte ich nochmal wieder spielen. Spielen kommt man eh nicht. Oh, das hier. Ich will. Moment, ich jetzt sofort. Das geht doch schnell. Ich glaube, wenn du das gerade angucken würdest, was ich gucken würde und ich deine Prioritäten einschätze. Glaube ich, würdest du doch dann sagen, doch nicht. Warum nicht? Weil ich immer noch dabei bin, die Sachen durchzuarbeiten, bis es zu einem Kampf kommt. Das dauert halt ein bisschen. Also das ist kein Negativkritikpunkt. Guck mal, wo man gerade, kaum redet man von Dungeon Degenerates, schon kommt Becky. Das ist kein Negativkritikpunkt, aber es ist ein Choose Your Own Adventure. Becky wollte ja mal vorbeikommen, dann spielen wir Dungeon Degenerates und. Da kann jetzt auch was und Planet Apocalypse. Das ist nämlich genauso wie Frostpunk spielen. Wenn du Frostpunk mit Leuten spielst, die da voll drin sind, ist ein total cooles Erlebnis. Planet Apocalypse habe ich so überhaupt nicht. Spielst du es ohne irgendwie und denkst du, Hilfe. Ja, ja. Das hat mich tatsächlich nicht so sehr gereizt. Das ist ein Choose Your Own Adventure, beziehungsweise eben, was du so außerhalb von Kämpfen und Rollenspiel machst. Genau. Du triffst Entscheidungen, du machst Checks, die zu verschiedenen Sachen führen und du notierst halt dabei Dinge oder bekommst bestimmte Sachen, verbesserst bestimmte Werte aufgrund der Entscheidung. Und du hast aber halt viel von dir, das heißt, du bist viel am Lesen und das ist hier, lest, das dauert ja auch 2-3 Minuten, bis du das gelesen hast, hab eine Entscheidung. Lest wieder Text, hab eine Entscheidung. Das ist halt... Ich war gerade bei ungefähr 2 Seiten. Ja, und das ist halt, also wie gesagt, bei Aventura stört es mich ja nicht. Das macht es halt zu einem 2-Spieler-Spiel, ne? Weil da zu viert verlierst du wahrscheinlich irgendwie. Aber das ist jetzt, das kann ja cool sein. Also, es ist auf jeden Fall gut geschrieben. Ich habe es ja schon mal so ein bisschen überflogen. Müsste halt auf Deutsch sein, aber 2, 3 Verlage, die ich dafür in Betracht hatte, die wollten ja nicht. Das ist halt eine mega, also die Übersetzung von dem Ding ist echt teuer. Der musst du mehr übersetzen als Splatoon Grail. Und wenn schon allein die Übersetzung für Frosthaven 70.000 gekostet hat, dann bist du hier immer ein bisschen mehr los. Frosthaven ist im Vergleich ein Fliegenschiss am Text drin. Das ist viel weniger Text. Ja, doch. Sex, der ist auch viel kleiner. Und ich bin da. Was? Kannst du da noch den Chat noch mal kurz anmachen? Ich muss jetzt auch gleich los. Ich hatte eigentlich gesagt, dass ich vor einer halben Stunde da bin. Das ist super spannend. Ich bereite gerne die Regeln vor. Und dann mache ich bei einem Kampf mit, wo ich nicht weiß, was ich tue. Und du sagst mir einfach immer, wann ich was würfeln soll. Du bereitest gerne die Regeln vor? Nee, du bereitest. Nee, du hast gerade gesagt, ich bereite gerne die Regeln. Haben wir auf Band? Regeln vor. Heißt nicht, ich bereite. Ich habe kein Ich benutzt. Doch. Habe ich auf Band. Wenn du es auf Band hast, ist nicht richtig bindend. Ich habe gelogen. Aber die Klassen sehen auch schon cool aus. Ne? Also, du hast ja bei KDM nicht so wirklich Klassen, sondern das entwickelt sich halt aus Ausrüstung und Charakter, Skills. Ja. Und hier scheint man ja richtig Klassen dann zu nehmen. Ja, schon hart, wie das von KDM kopiert ist, das großartigste Spiel der Welt. Aber wenn das ja das zweitgroßartigste Spiel der Welt ist. Es heißt kopiert, es ist einfach in dem gleichen Genre unterwegs. Es ist halt ein Boss-Battler. Ja. Und ja, es ist stark inspiriert. Aber vielleicht wird es ja Zeit, dass endlich mal jemand das besser gibt macht. Gibt es noch andere Boss-Battler? Also gute? Klar. Wen denn?
Ach so, gute. Ja, also ernst nehmen. Das kann ich nicht bestätigen. Fällt euch für ein? Also Reinhardt Song ist auf jeden Fall auch ein Boss-Battler. Ja, das ist ja, kannst du nicht ernst nehmen. Also KDM ist ein Boss-Battler, dann brauchen wir was auf ähnlichem Level. Könnte vielleicht das es gibt so. Auf jeden Fall noch, ich weiß, dass wir noch mindestens zwei weitere Boss-Battler kennen, aber sie fallen mir gerade nicht ein. Aber. Sag doch noch, ah, klar, es gibt hier, der ist auch noch nicht draußen, das war auch ein Kickstarter, dieses Ding mit dem Drachen drauf. Primal? Nee, mit dem Drachen vorne draußen, Kickstarter, den es noch nicht gibt, den hatte Flo in seiner Primordial. Vorfreude. Das ist doch nicht Primordial, oder? Ist das Primordial? Ich habe keinen Brettspieltransporter. Das kommt dann irgendwie erst ein neues Studio, dann die Brettspiel-BlockCon hier in Göttingen und dann... Auf Swan. Ist das zu Hause? Das ist ein Boss-Battler. Das ist ein Boss-Battler. Das ist absolut ein Boss-Battler. Mal gucken. Aber und das ist wirklich auch, also das kannst du wirklich in den Vergleich ziehen. Hast du auch Story-Part und Boss-Kampf. Das hier wird schon eher KDM-mäßig. Ja. Keine Frage. Screen Masters würde ich auch gerne mal spielen. Primal. Primal. Sag ich doch. Primal Awakening. Genau. Primeval Awakening. Jetzt macht ihr mich fertig. Wieso komme ich denn nicht auf Osworn? Das ist ja. Genau. Das geht ja auch in die Kategorie. Ich glaube, Osworn sieht auch schon sehr gut aus. Gute Story, gute Atmosphäre, sehr schöne Kampfmechanik. Auch deutlich anders. Und ich glaube, dass hier aber auch der Teufel im Detail stecken wird. Erstmal ist die Story ganz anders als KDM. Wo waren die? Die lagen ganz oben. Alle ganz oben? Weil irgendwas waren die Regeln ganz oben? Die Regeln waren hier irgendwo. Dann räumen wir das nochmal wieder. Hier war ein X drin. Ein Papp-X. Ja, das ist nur für Transport, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich dachte, das gibt auch ein bisschen Stabilität für das, was drauf ist. Ja. Wo ist denn das X? Das wird ja jetzt nicht mehr so weit durch die Gegend getragen. Weißt du, was ich nicht gesehen habe? Na? War das da irgendwo drauf? Was? Reboxing. Ein Sheet irgendwo, wo drauf steht, wie die Sachen in welcher Reihenfolge reinkommen. Frosthaven hat das. Und es ist Gold wert gewesen. Du brauchst das nicht. Also, was willst du da nicht richtig anfangen können? Sowas ist nicht so gut. Also, du legst es einfach rein. Aber jetzt hast du schon, also die Anleitung war auf jeden Fall da drunter. Das habe ich gerade gefragt. Und ich habe gesagt, die waren oben bis auf die Anleitung. Dann legst du es nochmal da drunter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie sie da hinkommt, weil ich sehe keine Vertiefung. Und die Anleitung. Learn to play. Das Rulebook habe ich nie gesehen, bis es auf dem Tisch war. War das da drunter? Ja. Das war irgendwie hier so. Ah ja, genau. Das liegt hier so. Das sieht traumhaft aus. Okay. Ja, wenn das mal verlost wird. Das ist ein eigener Verlust. Das ist ja auch so die Geschichte. Ich sag ja mal, ne? Gloomhaven und KDM ist egal, weil die stehen sich nicht im Wege. Sind ganz unterschiedliche Spiele. Ich glaube, das geht hier für mich. Also auch so in Bezug auf ATO und Gloomhaven. Wer eine konkrete Story und Kampagnen zum Folgen haben will, könnte sein, dass dann das hier eher das ist. Das kommt aber dann darauf an, wie gut die anderen Regelmechaniken sind. Mir war es ja zu viel Text. Ja, und nachdem, was ich gerade gesehen habe, wird das auch so bleiben. Ja. Erstmal müssen die Bücher, glaube ich, da rein. Irgendwas ist nicht... Das sind zwei. Das dritte war hier aber auch noch irgendwie. Das dritte? Das sind ja drei Cycles. Cycle 1, Cycle 2. Ich hatte Cycle 1. Mhm. Aber irgendwas ist noch nicht... Ah ja, warte. Dann das da drauf. Ne, warte. Dann das, genau. Das ist ein bisschen Platz für Token. Mhm. Wie bei Massive Darkness. Oh, Massive Darkness und Becky auch lieben, oder? Was? Massive Darkness ist doch nie im Leben Becky spielen. Dungeon Crawler. Super leicht. Pack and Slay. Wenn du einfach ein paar Würfel wirfst. So, ich tut mir leid, also ich schaff's nicht, mich auf zwei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Nicht nur beim Stream, fragt Ben. Und Town Park Tusk ist wirklich witzig, auch wenn es leicht ist. Das habe ich noch gespielt. Was soll ja noch auf einem ähnlichen Niveau sein wie dieses andere Ding. Irgendwie klingt Cole negativ in Bezug auf KDM. Das ist aber nur so eine Interpretation. Was? Auf Swan kommt man immer durch und man stirbt nicht, weil einem ein Stein auf den Kopf fällt, weil man eine 3 gewürfelt hat. Ja, und warum sollte ich das dann spielen? Aeon's End ist nicht in dem Sinne ein Boss-Battler. Das ist ein Szenario, weil in Aeon's End kämpfst du ja auch gegen andere Kreaturen, die aus dem Deck des Bosses kommen. Am Ende musst du einen Boss besiegen, aber es gibt ja auch Bosse, wo da irgendwie ein Dutzend Spinnen rumlaufen. Technisch gesehen ist es ein Boss-Battler. Technisch gesehen ist es ein Boss-Battler, ja. Aber anders.
Meine Mutter ist ein Boss-Bilder. Das kann sein. Was? Ich kenne deinen Vater nicht. Der ist gut. Major schwimmt ja eher im Lager der Abenteuerspiele. Ja. Major, toll. Das ist kein Boss-Bilder, ja. Zu 100% nie, nein. Genau, das war ein erster Blick in Aeon Stress vs. Odyssey. Ich habe mega Bock, das zu spielen, aber dafür muss ich wirklich mal 2 Monate voraus Videos gedreht haben, damit einfach ein Breaking News am Tag plus das quotierte Video reicht. Und also wie gesagt, wenn das Englisch nicht so für uns, also Englisch sollte man wirklich fließend lesen und verstehen können, ja. Weil sonst würde es einfach, selbst wenn es geht, es ist halt erschöpfender. Genau. Ne? Also du verstehst das alles, aber es ist erschöpfender, selbst wenn man es gar nicht so merkt. Beim Zuhören und... Also auch ich, der ich behaupte, dass mein Englisch ganz gut ist, wenn ich dann noch was auf Deutsch lese, merke ich, wie viel schneller ich Deutsch lese. Mein Reden. Das ist einfach ein Unterschied. Das ist schon... So, aber ich finde das super, super spannend. Mhm. Und es, so wie es geschrieben ist, klang das ganz interessant. Es ist halt auch, KDM ist ja diese ganze Zeit so ein surreales Ding. Das ist auch irgendwie surreal, aber du hast, glaube ich, mehr mit Leuten und so weiter zu tun. Also es gibt eine richtigere Welt. Ja, naja, ich glaube, es kann halt sehr schnell sehr nervig werden. Aber gucken wir mal. Hm. So, darf ich... Ja, dann packen wir das Ganze wieder ein. Ich habe natürlich, nachdem die interessanten Sachen... Ich habe jetzt 2 Fotos von dem weißen Außending gemacht. Und danach nicht wieder ein einziges Foto. Ja, kannst du ja gleich mal. Kannst du hier noch. Und deswegen bin ich kein guter Influencer. Deswegen habe ich auch kein Instagram. Ich vergesse immer die Fotos für Instagram. Toll, soll ich Ihnen zeigen, wo ich den Rest habe. Da können wir ja nichts für. Was? Oh, das Gute ist, dass es hier ja... Echt bei KDM kopiert, ne? Krass. Aber die Schachtel ist größer. Die hier? Ja. Ja. Gut, aber KDM, deswegen stehen ja auch deine Miniaturen draußen. Ja. In der Box ist da auch nur eine Miniatur drin? Nein, die würden ja kaputt gehen. Auf keinen Fall. Deswegen, Philipp wollte sich das ja auch unbedingt aus, dann hätte er super drauf aufpassen. Das hätte er bestimmt auch gemacht. Kannst du die Miniaturen hier wegkriegen? Genau, und auch wenn, nee. Hier weiß ich halt, ich bin 100% für den Appenarm bei der einen verfügbar. Aber das Schöne ist ja auch wiederum, ist es ja thematisch. Wir haben doch nichts ausgepackt, oder? Nee. Das hat aber vorher schon nicht ganz zu Doch, das war bis unten. Doch, das war bis unten. Da meinte ich ja noch. Wie soll das jemals wieder ganz gut gehen? Siehst du? Hier? Passt. Hier, das ist das Vagrant Song. Hatte ich gesagt. Wobei ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen zufälliger. Tiny Epic Vikings Land, das ist jetzt mal ein Bruch. Muttersprache ist immer angenehmer zu lesen und Spiele damit zu genießen. Ja, das ist richtig. Immer ist so ein großes Wort. Das ist schon richtig. Richtig ist so ein großes. Nein. Immer. Es gibt Sachen, die ich lieber auf Englisch als auf Deutsch konsumiere, weil das Deutsch einfach nicht so gut ist. So, Ben, was du. Heute ist hier nichts mehr. Ich muss hier noch ein bisschen aufräumen. Stefan kommt ja morgen. Echt? Und ich werde heute nicht ernst Dings. Das müssen wir morgen einfach dann zusammen lernen. Hilft nichts. Das da? Nee. Ausräumen. Hast du doch schon gespielt? Ja, noch 2-mal. Und Marcel ist vorbereitet. Vielleicht gucke ich mir noch mal ein Video von Paul Grogan an. Ich glaube, ja. Ich muss noch mal gucken. Der hat ja geschrieben, er will unbedingt Frostpunk spielen. Weil er, glaube ich, unbedingt das Video dazu machen möchte, nachdem er jetzt von der katastrophalen Ersterfahrung 2 sehr gute Folgeerfahrungen hatte. Aber Flo. Ja. Flo war die katastrophale Ersterfahrung. Das war bestimmt seine Schuld. Ich denke nicht. Ich glaube es auch nicht. Genau, also, für den Bruch. Also apropos Bruch. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir machen hier mal Ende. Ich will jetzt ein bisschen lecker was kochen und dann vielleicht noch ein Video für euch drehen. Macht es gut, bis bald. Und tschüss. Thank you.